eToro präsentiert den Spieltagscheck. Moin und herzlich willkommen zum HSVTV Spieltagscheck vor dem Heimspiel unserer Rothosen gegen den SV Sandhausen. Wir wollen sprechen über diese Partie und auch über viele weitere Themen rund um unsere Rothosen. Und das machen wir heute mit Außenverteidiger Jan Jamra. Moin Jambo, grüß dich. Moin. Jambo, du kommst gerade direkt vom Trainingsplatz. Erzähl mal was zur Einheit. Was habt ihr heute gemacht? Wie hat es sich angefühlt? Ja, heute haben wir ein bisschen weniger gemacht als die Tage davor. Wir sind Montag wieder nach der Länderspielpause ins Training eingestiegen, haben dann Montag, Dienstag und Mittwoch ziemlich Gas gegeben. Dienstag und Mittwoch zweimal trainiert und deshalb heute ein bisschen angepasst, ein bisschen weniger gemacht, aber trotzdem ein paar taktische Dinge gemacht, Standards gemacht und morgen geht es dann weiter. Soweit also erstmal hier die Stimme vom Trainingsplatz. Jetzt wollen wir aber erstmal schauen, was sich in der zurückliegenden Länderspielpause getan hat. Und das machen wir in so unserer Rubrik Unser HSV. Da war aber einiges los in den vergangenen zwei Wochen. Gehen wir doch alles mal chronologisch durch. Am Dienstag, den 31.08. war Deadline Day. Bis 18 Uhr durften noch Transfers getätigt werden und dann war Schluss. Unser HSV schlug zweimal zu. Zum einen verpflichteten die Rothosen den 19-jährigen Innenverteidiger Mario Vuskovic. Der Kroate bleibt auf Leihbasis für 2 Jahre im Volksparkstadion. Neuzugang Nummer 2 war kurz vor 18 Uhr Tommy Doyle. Auch der 19-jährige Mittelfeldspieler ist ausgeliehen, bleibt allerdings nur 1 Jahr. Herzlich willkommen beim HSV Jungs, wir freuen uns auf die Zeit mit euch. Für einen Einsatz beim Testspiel nur einen Tag später war es allerdings noch zu früh. Der Rest des Teams legte sich gegen den FC Groningen aber mächtig ins Zeug und konnte in einem guten Spiel mit 3:1 gewinnen. Ich glaube, dass wir von Beginn an zeigen wollten, dass wir das Spiel heute auch gewinnen wollen. Das haben die Jungs bravourös gemacht. Wir haben sehr, sehr viel Intensität, vor allem meine drei vorne. Sonny hat super Wege, super Tempo reingelegt, hat es richtig geil gemacht. Bin sehr zufrieden heute mit Sonny, aber auch mit Muni total zufrieden. Ein Tor geschossen, Elfmeter rausgeholt, also besser kann es nicht sein. Robin hat sich angeboten, also macht Spaß. Also die Jungs, die heute sich zeigen wollten, die haben sich gezeigt und von daher macht es mir als Trainer nicht einfacher. Während Vuskovic das Testspiel beobachtete, war Tommy Doyle noch gar nicht in Hamburg angekommen. Der war nämlich auf Länderspielreise, genau wie seine neuen Mannschaftskollegen Anzi Suhohn, Ludovic Reis und Mikkel Kaufmann. Alle 4 wurden für die U21-Nationalmannschaften ihrer jeweiligen Länder nominiert. Herzlichen Glückwunsch! Nicht minder schön war das Bild, das sich in Hamburg auf den Trainingsplätzen zeigte. Stefan Ambrosius darf endlich wieder auf den Rasen. Zusammen mit Reha-Coach Sebastian Kapell schuftet Stefan an seinem Comeback. Beim Spiel am Sonnabend gegen Sandhausen ist Ambrosius natürlich noch nicht dabei. Auf wen er sonst noch verzichten muss, erklärte Cheftrainer Tim Walter am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Also erst Anzi. Anzi hat einen Hartspann im Oberschenkel. Das heißt, eine Muskelverhärtung, hat beide Spiele gemacht. Jetzt für sein Land, für die U21, hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Der wird aber für Samstag nicht dabei sein, weil es einfach nicht hinhaut fürs Wochenende. Ansonsten haben wir noch im Lauftraining mittlerweile schon Stefan Ambrosius. Schön, dass er wieder auf dem Platz ist, ist auch toll. Ja, Yoshi, der jetzt auch noch keine Option ist, der auch noch eine Weile braucht. Ansonsten können wir da aus dem Vollen schöpfen. Jambo, du hast eben schon mal so ganz grob angedeutet, was ihr zu Beginn der Länderspielpause gemacht habt. Mich würde mal interessieren, wie läuft denn generell so eine Trainingswoche, wenn die Nationalspieler unterwegs sind? Ist das anders gestaltet als in der normalen Spieltagswoche? Ja, ein Stück weit angepasst ist es schon daran, dass ein paar Spieler fehlen. Es ist normalerweise so, dass wir ein Testspiel haben. Dann kurz vorm Wochenende, letzte Woche haben wir dann gegen Groningen zum Beispiel getestet am Mittwoch. Und dann wird natürlich geschaut, dass die Spieler, die nicht so viel gespielt haben, in den Spielen davor ein bisschen auf Spielzeit kommen. Und dann ist am Wochenende meistens frei und dann geht es aber dann genau wie sonst auch, kommen wir eine normale Woche, in der wir uns dann auf die nächsten Gegner vorbereiten und so ist jetzt in dieser Woche auch wieder. Lass uns nochmal auf das letzte Spiel vor der Länderspielpause zurückblicken. Wir haben 0:0 in Heidenheim gespielt. Ich habe dich beobachtet nach Abpfiff, du saßt auf dem Boden und warst auch relativ enttäuscht.
trotz dessen, dass wir das erste Mal in dieser Saison zu Null gespielt haben, nicht hundertprozentig zufrieden gewesen? Ja, also ich glaube, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, dann kann man nicht ganz zufrieden sein, einfach deshalb, weil wir kein Tor geschossen haben. Ich glaube, wir haben viel investiert in Heidenheim, wir haben uns viele Chancen rausgespielt. Das ist auch nicht normal, dass man in Heidenheim so viele Chancen hat und dann müssen wir einfach ein Tor machen. Klar, wir haben hinten auch die eine oder andere Chance zugelassen, aber ich glaube, dass wir das im Großen und Ganzen auch gut verteidigt haben über die 90 Minuten alle zusammen und deshalb habe ich mir gewünscht, dass wir da mit einem Dreier nach Hause fahren. Dem war nicht so, aber trotzdem das Positive einfach war jetzt, das war jetzt mein drittes Spiel mit dem HSV in Heidenheim und wir haben das erste Mal wenigstens einen Punkt mitgenommen und deshalb war da trotzdem doch was Positives bei. Nicht ganz zufrieden, hast du am Anfang gesagt. Würdest du behaupten, dass das auch auf unseren Saisonstart insgesamt zutrifft? 5 Spiele sind bis dato absolviert, 6 Punkte. Bisschen mehr hatten wir uns alle schon erhofft, oder? Ja, auf jeden Fall. Klar, auf der einen Seite haben wir nur ein Spiel verloren, auf der anderen Seite haben wir nur 1 gewonnen. Die Unentschieden, die ärgern uns schon ein bisschen, aber jetzt geht's weiter. Jetzt kommt das nächste Spiel am Samstag und das wollen wir versuchen zu gewinnen. Lass uns mal auf deine sportliche Situation zu sprechen kommen. Du hast bisher nur das Heimspiel hier gegen den SV Darmstadt 98 verletzungsbedingt verpasst. Ansonsten immer in der Startelf gestanden. Zufrieden mit deiner persönlichen Situation? Ja, weitestgehend schon. Ich habe mir vorgenommen, verletzungsfrei durch die Saison zu kommen, durch die Vorbereitung zu kommen. Das ist mir ganz gut gelungen. Klar, gegen Darmstadt habe ich noch ein bisschen Kopfschmerzen gehabt. Da ging es leider noch nicht. Aber war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie was an der Muskulatur hatte oder so. Das ist mir immer ganz wichtig. Und so, ich glaube, das ein oder andere Spiel hätte ich schon besser machen können. Aber ich glaube, da waren noch ein paar ganz ordentliche Spiele dabei. Klar ist da noch Luft nach oben. Und das versuche ich in den nächsten Spielen dann besser zu machen. An der Muskulatur verletzt ist aktuell ja noch dein Konkurrent auf dem Rechtsverteidigerposten, Joscha Wagnumann, wird aber auch zeitnah dann wieder ins Teamtraining einsteigen und wieder zur Option für den Coach. Ändert sich dadurch für dich irgendwas oder machst du einfach dein Ding? Ja, was ändert sich für mich? Also wir haben einen Spieler mehr natürlich, Josh ist ein guter Spieler und wir freuen uns, glaube ich, alle, wenn er wieder da ist. Das ist auch wichtig für die Mannschaft. Für mich persönlich, ich muss Gas geben, ob er jetzt da ist oder nicht, ob er fit ist oder nicht. Das ändert dann an meiner Situation nicht so viel, an meiner Einstellung im Training nicht viel, an meiner Einstellung im Spiel nicht so viel. Aber klar, für uns generell als Mannschaft schon wichtig, wenn er dann wieder da ist, weil er natürlich schon ein guter Spieler ist. Wie versteht ihr euch denn eigentlich außerhalb des Platzes, so mit dem Hintergrundwissen, dass ihr quasi die Konkurrenten seid, um diese Rechtsverteidigung? Position? Ja, das ist ja jetzt nicht nur bei uns beiden so, das ist ja generell in der Mannschaft, dass man mindestens einen Konkurrenten immer auf seiner Position hat, aber ich finde, dass wir da alle einen fairen Umgang miteinander haben. Ich glaube, wir machen viel Spaß so, man spürt da eigentlich außerhalb des Platzes nichts davon, dass wir da um die gleiche Position kämpfen und ich glaube, es gab schon oft die Situation, dass er dann auf der Bank saß und ich gespielt habe. Andersrum gab es auch oft die Situation, dass er gespielt hat und ich auf der Bank saß. Und da war noch nie dann, dass da irgendwie der andere beleidigt war, sondern am Ende geht es darum, dass wir die Spiele gewinnen und der Trainer entscheidet sich dann für die aus seiner Sicht beste Mannschaft und das akzeptieren wir dann. Du hast gerade den Trainer schon angesprochen, guter Punkt. Tim Walter setzt ja auf eine sehr mutige Spielweise, gerade auch in eigenem Ballbesitz, viel mit diesem Spiel und Geh, Positionsrohrschaden. Ist das was, was dir auch entgegenkommt? Weil du bist ja auch jemand, der gerne mal dynamisch andribbelt mit dem Ball aus der letzten Linie? Ja, also ist sicherlich so, dass es schon Spaß macht, uns vielen da hinten. Der Spielaufbau ist einfach, den hatten wir so vorher auch noch nicht gespielt. Ist was Neues, aber ich glaube, es kommt unserer Mannschaft generell entgegen. Ich glaube, wir haben das noch nicht perfektioniert und das wird auch von Woche zu Woche besser, aber ich glaube, dass das schon richtig gut werden kann und ich glaube, man hat auch gesehen, dass es schon oft sehr gut geklappt hat und ich glaube, dass das schon was sein kann, mit dem wir ja viele Gegner vor Probleme stellen können. Am Sonnabend kommt jetzt ja hier der SV Sandhausen ins Volksparkstadion. Ich glaube, wir erinnern uns alle sehr ungern an das letzte Spiel gegen den SVS zurück. Was erwartet uns hier? Ja, unangenehmer Gegner. Man weiß es, Sandhausen schon seit mehreren Jahren in der Liga. Ist immer schwierig zu bespielen, der Gegner. Da müssen wir wieder alles reinschmeißen. Ich glaube, es ist schön, dass wir jetzt gegen sie mal wieder mit Zuschauern spielen können. Werden ja viele Fans da sein und wir hoffen einfach, dass wir den Schwung der Fans dann einfach mitnehmen können und wollen den Fans dann unbedingt auch einen Sieg schenken. Ja, ich finde es sehr gut, dass du meine Überleitung direkt immer schon einbaust. Wollte nämlich jetzt nochmal auf die Fans zu sprechen kommen. Ihr spielt regelmäßig jetzt auch wieder vor Zuschauern, egal ob hier im Volksparkstadion oder bei den Auswärtsspielen. Was hat sich dadurch für euch verändert? Also klar, stimmungstechnisch wird das cool sein, aber auch so vom Coaching, von der Seitenlinie, ist das jetzt wieder was anderes als vorher bei den Geisterspielen? Ja, du hast angesprochen, also stimmungsmäßig ist natürlich das nicht vergleichbar mit der letzten Saison. Man merkt einfach, was da gefehlt hat im letzten Jahr. Das macht einfach viel mehr Spaß und es kitzelt auch so noch so ein paar Prozente aus jedem Einzelnen raus. Und
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man nicht mehr jedes Kommando versteht, wie das letzte Saison war, oder jedes Kommando von draußen hört man nicht mehr, und da sind dann die Spieler auf dem Platz gefragt, weil da sind die Abstände einfach kürzer und dann kriegt man noch mal mehr mit, als wenn der Trainer von außen reinruft. Das ist schon ein bisschen schwieriger geworden, aber da sind wir halt als Spieler gefragt. Soweit also erstmal bis hierhin die Stimme von Jumbo. Jetzt schauen wir nochmal en Detail auf den kommenden Gegner, den SV Sandhausen, und das machen wir im Gegnercheck. Mit 4 Punkten aus den ersten Saisonspielen rangiert der SV Sandhausen aktuell auf Platz 14 der Tabelle. Gerade offensiv zeigen sich die Badener bisher ungefährlich und konnten erst 3 Saisontreffer erzielen. Grund dafür: Top-Torschütze Kevin Behrens wechselte zu Union Berlin. Vergangene Saison war er mit 13 Treffern erfolgreichster Torschütze des SVS. Nachfolger Pascal Testroth, Neuzugang von Erzgebirge Aue, konnte bislang aufgrund von Verletzungsproblemen erst ein Spiel absolvieren. Auch Sturmpartner Daniel Keiter-Ruel, der letzte Saison 12 Treffer erzielte, fand in dieser Spielzeit bislang noch nicht in die Spur. Das Team von Trainergespann Gerhard Kleppinger und Stefan Kulowitz kämpfte vergangene Saison bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt. Daher wurde die Mannschaft nun im Sommer ordentlich umgekrempelt. Den insgesamt 15 Abgängen stehen 18 Neuzugänge gegenüber. Ein alter Bekannter aus Hamburg blieb dabei aber an Bord. Dennis Diekmeyer geht bereits in seine 4. Saison in Sandhausen und trägt dort mittlerweile die Kapitänsbinde. Für den HSV bestritt der Verteidiger insgesamt 184 Pflichtspiele. Die Bilanz zwischen den beiden Mannschaften ist dabei recht ausgeglichen. Den 3 HSV-Siegen stehen ein Unentschieden und 2 Siege für den SVS gegenüber. Dabei verlief der letzte Auftritt im Volkspark vielversprechend für unsere Jungs, als sie mit 4:0 gewannen. So, das Interview ist beendet. Wir sind jetzt in der Crunch-Time mit Jan Jumbo Jamra angekommen. Für alle, die heute das erste Mal zuschauen, noch mal ganz kurz die Regeln. Jumbo wird gleich 60 Sekunden den Ball jonglieren. Währenddessen werde ich ihm ein paar Fachfragen zu seiner Karriere und natürlich auch zum HSV stellen. Jede richtige Antwort gibt einen Punkt, jede falsche logischerweise keinen Punkt. Am Ende wird zusammengerechnet, und Jumbo, wenn du mal nicht weiter weißt, zu lange überlegst, sag einfach weiter, dann stelle ich die nächste Frage. Regeln soweit klar? Du bist bereit? Ja. Wir haben einen Edelfan hier übrigens am Start, Sonny Kittel als Supporter von Jumbo. Also Jumbo, streng dich an. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Was sind die Vereinsfarben vom SV Sandhausen? Schwarz-Weiß. Korrekt. Sandhausen besitzt das einzige gleichberechtigte Trainergespann im deutschen Profifußball. Wahr oder falsch? Wahr. Richtig. Welcher HSV-Profi hat in dieser Saison bisher die meisten Tore vorbereitet? Sonny Kittel. Korrekt. Mit welchem Fuß hast du dein erstes Tor für den HSV erzielt? Links. Korrekt. Aus wie vielen Buchstaben besteht dein Nachname? Oh. Sonst weiter? 8. Richtig. Welcher deiner aktuellen Mitspieler stand bei deinem Debüt für die deutsche U18-Nationalmannschaft mit dir auf dem Platz? David Kinzombi. Auch das ist richtig. Wer war damals euer Trainer? Horst Rubisch. Richtig. Wer hatte vor dir die Rückennummer 2 beim HSV? Diekmeyer. Leo Lacroix. Scheiße. Wer hat die meisten Einsätze in der zweiten Liga in unserem Kader? David Kinzombi. Jonas Meffert. Wie viele Nationalspieler waren in dieser Woche aus unserer Mannschaft unterwegs? 3. 4 wären es gewesen. Echt? Ja. So, die Jury hat die richtigen Antworten zusammengezählt. Jumbo, 7 sind es am Ende geworden. Damit teilst du dir aktuell die Spitze mit Bobby Glatzel und Daniel Heuer-Fernandes. Bist du zufrieden? Ja, ist okay. Ich glaube, war mehr drin. Ein bisschen zu lange gebraucht bei meinem Nachnamen, aber ist okay. Ich würde sagen, muss nicht zu kritisch mit dir sein. Das war schon sehr in Ordnung. Vielen, vielen Dank, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast und für die Crunch-Time am Start warst. Viel Erfolg weiterhin für dich. Bleib vor allem gesund und haut rein. Dankeschön. Das war's dann also von dieser Stelle mit dem Spieltagscheck vor dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Wir sehen uns wieder vor dem Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen. Bis dahin, bleibt am Ball und denkt dran, nur der HSV. Ah, sorry, ich dachte, es wäre schon vorbei. Alles gut, ist alles gut, so lustig. Moin HSV-Fans, jetzt hier unseren Kanal abonnieren oder hier ein weiteres Video anschauen.